Kaum ein anderes Bild vermag, intakte Natur so gut darzustellen wie das Bild eines dahinsprudelnden Bergbaches. An jedem Stein verwirbelt sich das Wasser und zieht Luft in sich hinein. Das Wasser atmet. In der Eindrehung des Wassers erkannte der österreichische Naturforscher Viktor Schauberger eine grundlegende Bewegungsart der Natur. Sein Ziel war es, diese Wirbelbewegung in technischen Apparaten nachzuahmen und damit naturnah und umweltfreundlich Energie zu erzeugen. Schauberger entwickelte revolutionäre Antriebsaggregate, mit denen zum Beispiel Flugzeuge nicht vorwärts gestoßen, sondern nach vorne gesaugt werden sollten. Viktors Sohn Walter Schauberger versuchte, die Erkenntnisse seines Vaters in eine mathematische Form zu bringen. Basierend auf der hyperbolischen Spirale ließ er einen Trichter bauen, in dem einlaufendes Wasser einen imposanten Wirbel ausbildet. Von oben gesehen zeigt er Ähnlichkeiten mit Spiralnebeln im Weltraum. Weiter unten im hyperbolischen Schauberger-Trichter erinnert eine pulsierende Doppelhelix an den Aufbau unseres Erbgutes. Ein Zufall? Aus einem wabernden Chaos heraus erzeugt der Wirbel eine stabile, pulsierende Struktur. Ein Modell natürlicher Selbstorganisation, das man, laut Viktor Schauberger, zuerst kapieren und dann kopieren sollte. Treue den schweigenden Wäldern, war der Leitspruch seiner Vorväter. Viktor Schauberger wird als Sohn eines Forstmeisters am 30. Juni 1885 geboren, das Geburtshaus in Holzschlag im oberösterreichischen Mühlviertel. Viktor besucht eine höhere Forstschule und schließt sie 1904 mit dem Försterexamen ab. In weit abgelegenen Revieren kann Viktor den damals noch von Menschen unberührten Wald in aller Ruhe studieren. Seine jahrelangen Beobachtungen in freier Natur prägen sein späteres Lebenswerk entscheidend. Schon früh wendet sich der Förster dem Wasser in den Bergbächen zu und den darin stehenden Forellen. Viktor Schauberger erkennt, dass nicht nur die Fische sich gegen den Strom bewegen, sondern auch das Wasser gegenläufig fließen kann. Er beginnt, selbst gegen den Strom der gängigen Lehrmeinungen zu schwimmen. Viktor, hier mit seiner Frau Maria und Sohn Walter, wird schon bald als einfacher Förster die Gelehrten verblüffen. Am Rande des Böhmerwaldes, nicht weit entfernt von Viktors Geburtshaus, verläuft die Grenze zwischen Österreich und Tschechien. Über mehrere Kilometer markiert der Schwarzenberger Schwemmkanal den Grenzverlauf. In Viktors Jugendzeit wurde hier noch Holz Richtung Donau geschwemmt, wo man es dann auf Schiffe verlud. Der Kanal konnte allerdings keine ganzen Baumstämme, sondern nur Holzscheite abtransportieren. Viktor Schauberger sollte durch seine viel leistungsfähigeren Schwemmkanäle bekannt werden. Dieser kleine Wassertümpel ist der Rest eines Stausees. Vor wenigen Jahren war er noch vollständig mit Wasser gefüllt, der Taschelsee. Und vor 80 Jahren schwammen im See, vor allem im Frühjahr, unzählige gefällte Baumstämme. 1929 wurde hier ein Dokumentarfilm gedreht. Der Forstmann Schauberger verwertete seine Erkenntnisse über die dem Wasser eigenen Kräfte und baute im Mürztale in der grünen Steiermark eine moderne Holzschwemmanlage.
Annäherung an das Stauwehr von der Talseite. Unter dem Einlasstor brachte eine steile Rutsche die abgehenden Hölzer auf Geschwindigkeit. In künstlichen Rinnen schwammen schwere Baumstämme zu Tal. Sogar Hölzer schwerer als Wasser. Wie war das möglich? Das erste Zwischenstauwerk ist erreicht. Da kaltes Wasser tragfähiger ist als erwärmtes, muss das auf seinem bisherigen Wege durch Sonne, Geschwindigkeit und Arbeitsleistung erwärmte Wasser durch neues, und zwar kaltes Wasser, ersetzt werden. Vom Zwischenstauwerk sind heute nur noch Ruinen übrig. Doch Viktor Schauberger wurde durch die Schwemmanlagen weit über Österreich hinaus bekannt. Nach seinen Plänen entstanden ähnliche Holztriften im damaligen Jugoslawien und in Bulgarien. Ob es sich bei diesem Mann mit Bart um Viktor handelt, ist nicht überliefert. Die Endstation. Die Sortieranlage in Neuberg an der Mürz. Auch sie, ein kleines Wunderwerk. Die großen Stämme gleiten über eine Fallgrube weg, in die die kleinen fallen. Die Holzschwemmanlage von Neuberg an der Mürz soll in Teilen zu Schauzwecken nachgebaut werden. Das ist nur zu wünschen, denn sie war ein weltweit einmaliges Bauwerk zur Regulierung von Fließgewässern. Im einzigen Tondokument Viktor Schaubergers aus dem Jahre 1955 erläutert er das wichtigste Funktionsprinzip. Man befließt das Wasser durch eine bestimmte Bewegung, retiriere, erfrische, dann erreiche ich den Anomaliezustand, die höchste Dichte, die größte Schleppkraft. Das Wasser fängt zum Ziehen an und damit habe ich das erreicht, was ich beim Schwimmen auch wollte. Was aber meinte Viktor mit einer bestimmten Bewegung? Sein Enkel Jörg Schauberger nennt weitere Details. Insgesamt haben sich diese Holzschwemmanlagen in Mäandern durch das Tal geschlängelt. Es hat weitere Einbauten gegeben, um das Wasser in den Rinnen zu verwirbeln. Damit war es noch tragfähiger. Viele haben versucht, ähnliche Anlagen zu bauen, aber die Holzschwemmanlagen meines Großvaters waren die einzigen, die wirklich funktioniert haben. Für Details seiner künstlichen Schwemmanlagen erhielt Viktor Schauberger mehrere Patente und ebenso für Einbauten zur Regulierung von natürlichen Fließgewässern. So wie hier für Bremswehren, die das Wasser in die Flussmitte verlagern und damit Zerstörungen am Ufer verhindern sollten. In der Pythagoras-Kepler-Schule in Bad Ischl haben Enkel Jörg und seine Frau Ingrid Schauberger zahlreiche Seminare und Workshops zum Thema Wasser und Fließbewegung veranstaltet. Die Mäanderbewegung eines natürlichen Flusslaufs hat Viktor Schauberger auf seine Weise analysiert und in detaillierten Zeichnungen beschrieben. Seine Schlussfolgerungen gelten für alle Flüsse. Viktors unkonventionelle Vorschläge zur Regulierung des Rheins und der Donau blieben aber von den Fachleuten unbeachtet. Selbst auf einer glatten Fensterscheibe läuft Wasser nicht gerade nach unten, sondern beginnt zu mäandrieren. Es bildet sich eine pulsierende Raumkurve. Nach Schauberger fließt ein Fluss nicht einfach dahin, sondern schraubt sich voran. Der Fluss dreht sich in seinem Bett herum. Vereinfacht gesagt, verwirbelt sich das Wasser in den Kurven am stärksten, reißt das Geschiebe mit sich und zermalt es. Mit den Worten Viktors zerkaut der Fluss sein Geschiebe. Die darin enthaltenen Mineralien sind die Nahrung des Wassers. Wird die Verwirbelung schwächer, setzen sich die Sedimente langsam ab. Dort, wo der Fluss am meisten ablagert, bildet sich eine Furt. Jetzt beginnt der Fluss, sich andersherum einzudrehen und beschleunigt seine Wirbelbewegung bis in die nächste, gegenläufige Kurve. Den Wechsel von Links- und Rechtskurven und den dazwischenliegenden Furten bezeichnete Viktor Schauberger als Kurven- oder Flussgenerator.